So Freunde, Dienstag der 30. im Hintergrund steht Schatzi Mobil. Ja, und naja, kaum ist sie da, hat sie sich auch schon eingemischt. Aber in dem Falle muss ich sagen, Gott sei Dank bin ich froh drüber. Mit den Dachziegeln. Also ich war jetzt ja am Überlegen, die Dachziegel direkt auf die oberste Reihe drauf. Dann hat sie gefragt, sind noch Steine da, könnte man ja eine Reihe so längs hinlegen. Tja, und dann bin ich ins Grübeln gekommen. Endeffekt ist, ich mache jetzt die oberste Reihe von der Ziegel nochmal komplett runter. Werde dann die Ziegel so auf ein Drittel abflexen. Und diese abgeflexten Stücke, diese drittligen, lege ich dann hier außen am Rand hin und da werden dann hier die Ziegel aufgelegt. Ja, und dann sauber festbetoniert. Also, ran ans Werk, Flex raus, die oberste Reihe runter, wieder den Dreckbatz runterhauen von oben. Ja, dann die Ziegel flexen. Ja gut, da muss ich ja Gott sei Dank nicht alle flexen. Und danach dann geht's mit dem Mörtelbettchen weiter. Gut, ein paar Säcke habe ich noch da. Da brauche ich heute nicht einmal was holen, weil heute die Bulldogs rasen wieder. Heute habe ich nicht so lange Zeit für die Grillkoter, für das Bauprojekt. Ja, Leute, ich habe auch noch was anderes zu tun. Aber egal, ich lege jetzt los. So Leute, sehe ich nicht schon wieder gut aus? Ich habe jetzt, wie gesagt, die oberste Reihe noch runter und dann muss ich eben 16 so schmale Streifen Raflexer. Jop. Und dann kann ich die Streifen gleich oben drauf mörteln. Und Philipp, für dich habe ich auch noch was gemacht. Ich habe hier noch den ganzen Vorstand hier abgeflext sauber. Extra, dass du das dann gerade machen kannst, die Ecke schön machen kannst. Nicht, dass wieder irgend so ein dämlicher Kommentar kommt, von wegen, das ist krumm und bucklig und schief. Und ja, dazu wollte ich sowieso noch sagen, ich wollte, dass das der Philipp so macht. Also der hat es wirklich genauso gemacht, wie ich das gesagt habe. Gerade Wand, nein. Warum? Es soll etwas rustikal sein. Punkt, aus, basta, Amen. Außer die Ecke, die kann er jetzt sauber machen. Haha. Moment. So Leute, ich habe jetzt der Einfachheit halber nicht die Ziegelsteine genommen zum Flexen, sondern Terrassenplatten. Hier, da habe ich noch welche gehabt und die habe ich jetzt in lattenbreite Streifen geschnitten. Ja, und eben hier in Streifen geschnitten, die habe ich jetzt Probe gelegt. Ja, der nächste Schritt ist dann eben Mörtel anrühren, Ziegelsteine am Rand hin, die Steine hinauf. Da werde ich dann gleich mal probieren, mit einer Wasserwaage zu arbeiten. Ja, dass wir das so halbwegs gerade gleich hinbekommen, dass wir am Schluss eigentlich dann bloß noch den Mörtelbatch reinschmeißen braucht, hinaufschmeißen braucht und dann die Dachziegel draufsetzen kann. Aber ich glaube, das schaffe ich heute sowieso nicht mehr. Macht nichts. Morgen ist mein letzter Urlaubstag, dann setze ich halt da dann die Dachziegel. Schauen wir mal. Ja, Freunde, 6:30. Hier ist wieder Schatten. Der, was kommen wollte, war da. Das sage ich ganz offen und ehrlich, es war mein Steuerfuzzi. Und ich rühre mir jetzt den Mörtelbatch an
und werde dann die Steinchen da oben drauf kloppen. Ja, und dann kann ich morgen in der Früh noch Tassen holen, falls jemand noch eine auf der DGM haben möchte, dass ich da auch welche dabei habe. Und danach werde ich noch ganz, ganz chillig anfangen, die Dachplatten morgen drauf zu hauen. Ja, aber jetzt erst einmal die dünnen Steinchen drauf. Attacke. Freunde, ich möchte noch mal eins klarstellen. Ich bin kein... Nee. Ich habe mit dem Mörtelbätschen normal nichts zu tun. Habe es zwar schon ein paar Mal gemacht, aber auf meine Art und Weise kennt ihr ja eh nicht anders. Und nehmt das hier jetzt bitte nicht als Anleitung oder ultimativer Tipp oder sonst irgendwas zum Mörtelbätschen. Also ich mache einfach so, wie ich das denke. So wie immer halt. Ich lasse jetzt ganz einfach mal die Cam ein bisschen mitlaufen. Ja, und schaut einfach zu. Und kommentiert hinterher, ob es richtig war oder nicht. Naja, ob die Ziegel jetzt 100% alle gleich sind, werden wir hinterher sehen. Tja, weiter geht's. Oh, scheiß Stechviecher. Ich versuche halt hier jetzt in der Linie von der Wand zu bleiben. Wie gut mir das gelingt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt kommt das nächste Vieh hier. Meine Fresse. Was wollt ihr alle von mir? Wie gesagt, wenn ich es halbwegs hinkriege, bin ich persönlich schon zufrieden und freue mich tierisch. Also ich habe ja gesagt, ich mache den Scheiß einfach mit der Hand. Alter, hätten wir bestimmt auch Schnur spannen können oder irgendwas. Wäre mit Sicherheit einfacher gegangen, aber... Nee, nee. Ihr wisst ja, ich habe da meinen eigenen Kopf. Wenn ich mal was einbilde, dann mache ich das einfach so, wie ich möchte. Gut. Es kommt ja auch noch ein bisschen der Mörtel drauf. Das gleicht es dann mal ganz einfach aus. Leute, dann mache ich das jetzt komplett fertig und zeige euch das dann hinterher. Da vorne. Jupp, Kamerastativ habe ich im Übrigen die Ziegel ja auch schon hingemörtelbätscht. Okay, wir sehen uns dann nachher, wenn ich soweit fertig habe. Naja, bevor es da jetzt einen stundenlangen Schnelldurchlauf gibt, schalte ich jetzt derweil die Cam ab. Ich war gerade fleißig
Ich habe ganz vorne auch schon den ersten Dachziegel drauf gehauen, weil ich so unendlich viel Mörtel übrig hatte. Und den restlichen Mörtelbatch, den schmeiße ich jetzt da einfach an die Wand hin. Und ob es ein Philipp Recht ist oder nicht, ist mir wurscht. Ich schmeiße das Zeug jetzt nicht weg. So hätte das ausgesehen, wenn ich die wenn ich die Wand verputzt hätte. Also Hand und hinschmeißen. Naja, gut. Schauen wir noch ganz hinter. Jo, die anderen drei Ziegel habe ich jetzt bloß mal so oben drauf gelegt. Wird dann mit dem Mörtelbatch sauber ausgeglichen. Ganz klar. Aber der hier, der ist jetzt schon komplett festgemörtelt. Ja, und der Philipp darf hier dann einfach auch noch schön zubatchen. Von mir aus kann da der Ziegel auch mit unter der Putz dann verschwinden. Ist mir relativ wurscht. Gut, von oben sieht es so aus. Hier den Anschluss habe ich auch schon ein bisschen gemacht. Einfach, dass der Philipp nicht so viel Arbeit hat. Ist zwar nicht viel für den zumindest, aber egal. Ja, wie gesagt, die Steine sind drauf. Die Zwischenräume habe ich jetzt noch nicht ausgefüllt. Die mache ich dann alle mit, wenn ich die Ziegel drauf batch. Ja, der Mörtel zieht sogar schon ein bisschen an. Jetzt gibt es erstmal lecker Schnitzel mit Kartoffelsalat zum Essen. Naja, wer weiß, vielleicht mache ich ja dann noch mal eine Ladung an und hau gleich die Ziegel drauf. Gucken wir mal, wenn es so ist, zeige ich euch das nachher natürlich noch, je nachdem, wie spät es wird. Und wisst ihr, wie froh ich bin, dass Schatzi wieder da ist? Ich zeig's euch. So froh bin ich darüber, dass sie wieder da ist. Und jetzt wird erstmal richtig lecker gegessen. Leute, kurz vor 9, ich habe keine Lust mehr. Aber ich habe immerhin noch ein paar Ziegel drauf gemauert, drauf gemörtelbätscht. Naja, sie sind nicht hundertprozentig gerade. Ja, da liegt er nicht ganz auf. Naja, ist mir relativ wurscht. Von oben sieht es so aus. Ich denke, man kann es so halbwegs lassen. Jo, das war das heutige Bauupdate. Morgen werde ich auf alle Fälle noch die Ziegel fertig machen. Tja. Und dann werden wir hier gucken, ob der Nachbar Zeit hat zum fertig Ausheben von dem ganzen Hof. Höchstwahrscheinlich werden wir den Bereich da pflastern und nur direkt an der Mauer entlang ein bisschen anbetonieren. Ja, dass da ein bisschen wassergeschützt ist. Genau. Gut. Noch irgendwas zu sagen? Außer, dass ich noch das Zeug aufräume. Aber das ist ja selbstverständlich. Okay, Leute. Dann bis morgen.